Willkommen zurück aus der Pause, während die Letzten noch in den Saal kommen. Wir möchten gerne die verbleibende Zeit am heutigen Nachmittag, wenn es in Richtung Abend geht, nutzen, um zurückzublicken auf die Workshops. Ich habe gesehen, es ist sehr angeregt diskutiert worden. Es kamen verschiedenste Meinungen aus verschiedenen Ländern, kamen wirklich zusammen, sind hoffentlich auch gehört worden und es entsteht ein entsprechender Mehrwert auch aus Ihren Inputs und aus Ihrer Partizipation in den Workshops. Ich würde gerne beginnen mit Workshop 1. Sie sehen die Workshops nochmals hinter mir. Herzlich willkommen auf der Bühne Peter Grünenfelder und Nicola Walder. Mit einem kurzen Applaus, dann werden wir alle wieder wach noch auf den Abend hin. Bitte schön, rot oder blau, Sie dürfen aussuchen. Gut, gerne auch einmal kurz nach vorne in die Mitte. Ruhig bis nach vorne, dass wir Sie beide sehen, auch dann im Licht, was vielleicht noch dazu kommt. Was ist bei Ihnen grundsätzlich diskutiert worden? Was ist passiert in dieser Session? Alors, il s'est passé beaucoup de discussions très intéressantes. Je commence le retour et mon collègue donnera la suite aussi. Nous avons eu beaucoup d'échanges. Une des priorités était d'entendre, de vous entendre sur les problèmes auxquels vous faites face concrètement pour participer au vote. On est tous arrivés à la conclusion qu'il faut absolument travailler sur un système alternatif, le e-voting, que le e-voting devrait idéalement être séparé aussi du EID ou d'autres projets pour ne pas en faire une usine à gaz, non pas parce que le EID est une usine à gaz, mais ne pas le ralentir encore, parce que le e-voting est urgent et qu'il est important aussi de permettre aux gens de ne pas forcément utiliser le e-voting, mais d'utiliser peut-être d'autres systèmes tels l'envoi courrier aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas envie ou ne fait pas forcément confiance à ce système. Il a aussi été expliqué les différentes problématiques et vraiment des exemples concrets dans des régions, dans des pays où les bulletins n'arrivaient simplement pas à temps ou n'ont pas pu être envoyés. Et puis un doute qui vous effleure beaucoup, qui est le même que nous pouvons avoir en Suisse, mais qui est beaucoup plus présent, je crois, pour les Suisses étrangers, c'est la non-certitude que votre vote a été pris en compte, surtout s'il est envoyé avec des délais courts, eh bien ne pas savoir est-ce que ça a été pris en compte ou pas. C'est une incertitude que nous avons aussi, même quand on vote à Genève, même si on fait confiance à la poste. On n'est jamais sûr que le postier n'a pas déchiré l'enveloppe parce qu'il se considérait comme pas assez payé. Mais je comprends très bien que c'est un problème qui est beaucoup plus présent dans votre esprit. Et le e-voting a ça de rassurant aussi, qu'on a une espèce de confirmation que le vote a bien été envoyé. Voilà pour ma part et je vous laisse continuer. Ich möchte nur ganz wenig ergänzen. Also wir haben eben ganz klar festgestellt, sei es Costa Rica, sei es Thailand, dass die Unterlagen entweder gar nicht ankommen oder wenn sie ankommen, wenn man dann wieder quasi seine Abstimmungsrechte wahrnehmen will, dass man 50, 60 Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe, zahlen müsste. Was natürlich nicht im Sinn des Erfinders ist. Wir haben auch diskutiert, ob quasi bei jeder Kanton unterschiedlich handhabt, die Art und Weise, wie er die politischen Rechte ausüben lässt, weil es tatsächlich kantonale Kompetenz ist, ob man das vereinheitlichen sollte. Dann war unsere Empfehlung davon abzusehen, einfach aufgrund der föderalistischen Kompetenzstreitigkeiten, sondern dass der Bund eigentlich für Rahmenbedingungen verantwortlich wäre, das jetzt voranzutreiben, EID insbesondere, das eben E-Collecting ermöglichen würde, ist das eine. Und das andere, was absolut notwendig wäre, dass der Bund endlich quasi seine überadministrative Vorsicht mal fahren lässt und auch die Chancen erkennt und dort insbesondere auf administrativer Ebene, also wir reden von Bundeskanzlei insbesondere, dort auch ein bisschen ein geänderter progressiver Mindset Einzug halten sollte. Weil Parlament möchte, Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer möchten schon lange, es ist ihr absolut demokratisches Recht mitzuwirken und mitzubestimmen. Und Herr Lombardi hat es klar gesagt, im Moment der neue Zieltermin ist 2027 und wir leben nochmals im Zeitalter der absoluten Digitalisierung und das ist eigentlich nur ein Hohn in den Augen und Ohren jedes Bürgers und jeder Bürgerin im In- und Ausland, der digital unterwegs ist und wir müssen nochmals Ehrenrunde um Ehrenrunde einlegen. Das darf nicht sein. Erhöhen Sie den Druck lauthals überall. Schreiben Sie täglich Briefe an die Sektion politische Rechte,
machen sie Leserbriefe, nutzen die sozialen Kanäle, der Druck muss aufrechterhalten werden. Das war eine subjektive Zusammenfassung. Ich wollte gerade fragen, wie bauen wir diesen Druck auf die Bundesverwaltung aus? Aber es braucht diesen Druck. Wir sprechen nicht von der Demokratie, sondern von der kontinuierlichen Demokratie, die immer wieder am Leben gehalten werden muss. Also auch Druck ihrerseits auf die Bundesverwaltung zu sagen, wir wollen endlich vorwärts machen. Bitte baut eure Ängste ab. Ich nehme von Ihnen aber auch mit, wir müssen nicht alles, was Digitalisierung ist, in einen Pott werfen, sondern Schritt für Schritt, wir können das E-Voting gesondert von der EID und gesondert von der elektronischen Krankenkassenakte und so weiter können wir anschauen. Also separieren, was separiert werden kann, da vorwärts machen, wo man vorwärts machen kann und vor allen Dingen die Sache genauer anschauen, anstatt sich wie die Bundesverwaltung von der Angst leiten zu lassen, denn die Angst ist nie ein guter Begleiter. Ich danke Ihnen herzlich für den Diskurs und danke für die wunderbare Zusammenfassung des Workshops. Merci. Ganz, ganz herzlichen Dank, das Team von Workshop 1, Peter Grünenfelder und Nicolas Walder. Merci bien. Wir gehen weiter zu Workshop 2, zur Schweizer Demokratie, die erweitert werden kann. Wie kann die Repräsentation erhöht werden? Willkommen zurück auf der Bühne. Kian Espangesi, mit oder ohne Laurence, Laurent Verli und Roland Büchel. Sie kommen alleine, oder? Ja, ihr dürft gerne mitkommen, bitteschön. Alle nochmals mit auf die Bühne, die da waren. Hier auch die entsprechenden Mikrofone. Et voilà, Laurent. Et Kian. So. Welche Kernfragen sind bei euch diskutiert worden? Welche Lösungsansätze habt ihr gefunden? Was habt ihr gelernt vom Diskurs mit unseren Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizern? Volontiers. Alors, merci d'abord à tous les participants de l'atelier. C'était très vivant. Je pense qu'on aurait eu encore une heure. Il y aurait encore eu des questions, des avis. Et ça faisait plaisir à voir que c'était, dans ce sens-là, fondé. Trois éléments. Enfin, c'est toujours difficile de résumer, mais enfin, trois éléments. Le premier a été la question qui n'a pas encore été abordée aujourd'hui et qui était intéressante, qui est le rôle des Suisses de l'étranger dans le pays où ils vivent. Et politiquement, donc, est-ce qu'ils peuvent voter, comment ils peuvent s'exprimer, comment ils peuvent agir? Et ça, c'était très intéressant aussi d'aborder sous cet angle-là. Et on a glissé ensuite sur un deuxième élément un peu lié à cela, la notion des valeurs. On a évoqué ça, les valeurs suisses. Comment est-ce que ces valeurs peuvent être aussi transcrites? Alors, pas forcément par le droit de vote, parce que tous les Suisses qui habitent à l'étranger n'ont pas forcément le droit de vote là où ils habitent, mais par leur attitude, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la relation avec les autres, dans la notion du fameux compromis helvétique, enfin, etc., etc. Et cette notion qu'on a aussi de faire passer les valeurs de la démocratie suisse dans une forme d'exemple modeste, certainement, mais de volonté. Et puis, un troisième élément qu'on a aussi évoqué dans ce cadre-là, c'est la question, on est revenu, puisque Constantin était avec nous, il a rappelé qu'un groupe de travail avait été mis sur pied par son initiative il y a quelques années au sein de l'ASO, sur la notion, comme Carlos Omaruga le rappelait aussi tout à l'heure par rapport à son intervention lorsqu'il était jeune et actif au Conseil national, maintenant il est toujours jeune et actif, mais au Conseil des États, sur la notion d'élargir le Conseil des États avec, par exemple, deux places pour des représentants des Suisses de l'étranger, ou de voir cela au niveau du national. Alors, je crois qu'on doit tous être clair que dans le contexte actuel, ça n'est pas un débat, et si on reposait la question aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que le Conseil national voterait cette proposition. Donc, on doit y être attentif, on doit trouver des solutions, mais des solutions aussi faisables. Et on a rappelé ici qu'un des rôles aussi des représentants actuellement à Berne, des 46 membres du Conseil des États, des 200 membres du Conseil national, c'est d'être aussi les représentants de tous les Suisses, comme je le disais ce matin, et aussi donc des Suisses de l'étranger, et que si les informations remontent de votre terrain comme Suisse de l'étranger, via l'ASO ou en direct, c'est notre rôle aussi de déposer une intervention parlementaire pour répondre ou tenter de répondre à ces questions-là. Voilà, c'était en tout cas les trois éléments que je mets en avant. On a fini pour que ça fasse peut-être sourire les uns et les autres, enfin sourire, le sujet est grave et important, sur... Est-ce que la Suisse, avec ses 26 cantons, n'en a pas trop? Est-ce qu'on ne peut pas fusionner des cantons? Mais
On s'est dit que ça, ce serait peut-être un prochain atelier dans un prochain congrès des Suisses. Diese Debatte führen wir heute nicht zu Ende mit der Fusion der Kantone. Aber pour avoir été dans le comité en faveur de la fusion Vaud-Genève, je sais ce qu'il en est. Alles klar. Kenneth Bangisi, wie war das für Sie, diesem Austausch zu stehen? Da, wo wir im Plenum nicht zu oft und zu lange die Möglichkeit des Austausches haben, auch zuhören zu können, lange zuhören zu können, diskutieren zu können. Was nehmen Sie mit aus diesem Diskurs? Also ich darf mich, wie gesagt, nochmal sehr herzlich bedanken für die Einladung zu Ihrem Jahreskongress. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich habe mich jetzt bei dem Workshop auch wirklich darüber gefreut, dass offensichtlich auch das Thema Demokratie erweitern in sehr verschiedenen Dimensionen gedacht wird. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, geht um die Erweiterung, auch den Einsatz für demokratische Werte im Ausland. Und gleichzeitig, und das fand ich eben das Spannende, wird das immer zusammengedacht von den vielen Wortmeldungen, die kamen. Es war eine sehr rege Runde von Rückmeldungen und Fragen, dass das zusammengesagt werden muss im Hinblick auf die Erweiterung der Demokratie innerhalb der Schweiz. Ne? Und das fand ich eigentlich eine wichtige Message auch mitzunehmen, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Warum? Wir haben das in den Vorträgen ja auch gehört, dass es darum geht, wirklich diese Werte auch vorzuleben. Ne? Also wie kann man Demokratie im Ausland auch wirklich unterstützen als Auslandsschweizerin, wenn zum Beispiel in der Schweiz weiterhin ein Viertel der Wohnbevölkerung kein Schweizer Bürgerrecht hat. Ne? Also dass man wieso auch, wenn man so will, die Hausaufgaben zu Hause macht und hier weiterarbeitet. Das fand ich wirklich interessant, habe ich jetzt auch wirklich mitgenommen, dass es da Verbindungen gibt. Und ich muss sagen, ich habe diese letzte Frage mit den Kantonen, fand ich noch spannend, jetzt weniger realistisch, sondern weil sie mir die Gelegenheit gab, wirklich nochmal einem Gefühl Ausdruck zu verleihen, nämlich zu sagen, die beiden Kantone, die ich gern zusammen sehen würde in nächster Zeit, wären ehrlich gesagt die beiden Kantone der fünften Schweiz. Das sind nämlich die beiden Kantone, die über Migrationshintergrund verfügen, ob als Auswandererinnen als auch Einwandererinnen, weil eine Sache haben wir tatsächlich gemeinsam und ich glaube, die tut Not in einem Zeitalter der Migration und Globalisierung, nämlich eine Expertise darin, was es heißt, mit seinem Leben in verschiedenen Kontexten Bürgerinnen und Bürger zu sein, Mitmensch zu sein, Nachbar zu sein, Familien- und Arbeitsnetzwerke über die Welt hinweg zu haben und zu zeigen, dass das nicht nur ein Problem ist, bei unseren Ausländern sagen wir mal, die sollen sich assimilieren, sondern dass es gleichzeitig geht, an einem Ort assimiliert zu sein und trotzdem transnationale Verbindungen zu haben, durchaus mehrere Loyalitäten zu haben. Das leben die Auslandsschweizerinnen tagtäglich und das leben wir Einwandererinnen in der Schweiz auch, ohne dass das permanent ein Problem ist, sondern im Gegenteil eine Bereicherung sein kann. In dem Sinne bedanke ich mich sehr für die Einladung und die vielen Wortmeldungen und hoffe doch sehr, dass wir auch in Zukunft weiter darüber sprechen werden. Wir erinnern uns freudig an den Schulterschluss heute Morgen zurück. Kurzer Satz noch, Laurent Verly, bitte schön. Très courtement pour dire que Roland Buchel a dû partir pour aller faire un discours à Saint-Gall, mais il salue bien tout le monde. Wunderbar, die Grüße sind angekommen. Eben positive Erinnerung an den Schulterschluss auch heute Morgen der Zwillinge, die eigentlich zusammengehören und damals quasi getrennt worden sind. Einen Riesenapplaus, herzlichen Dank für die tolle Moderation und für die schöne Zusammenfassung. Kenneth Bangisi und Laurent Verly. Wir kommen zum dritten Workshop, da ging es um Fake News mit Fabrizio Gilardi, Carlos Omaruga und Roland Fischer. Willkommen zurück auf der Bühne mit einem herzlichen Applaus. Wie angeregt wurde diskutiert, ach, wir warten noch, bis die anderen beiden Herren auch da sind. Die Zeit, die nehmen wir uns gerne. Ich habe heute gelernt, bei Politikern immer verschiedene Farben der Mikrofone anbieten, dass es politisch auch richtig korrespondiert. So, was wurde bei Ihnen im Workshop Fake News grundsätzlich diskutiert? Was für Lösungsansätze sind diskutiert worden? Wir haben sehr angeregt diskutiert und wir haben das Problem gelöst.
ganz unerwartet, aber das würde mich jetzt gerade überraschen. Wir können das abchecken. Fake News war gestern, natürlich nicht, leider. Trotzdem wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Die Rolle der Medien, Service Public, wie schon heute Morgen in der Plenarveranstaltung, auch mit Ihnen und mit den Journalistinnen, die große Rolle und Verantwortung der Medien im Qualitätsjournalismus. Ein Punkt, der von mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern angesprochen wurde, ist Fact-Checking, das heißt die Überprüfung der Inhalte, welche verbreitet werden, online, aber auch offline. Es wurde das Beispiel genannt von der Brexit-Kampagne mit diesem Bus, mit der NHS, Save the NHS, 300 Millionen pro Tag, ein Beispiel von ja, Desinformation könnte man sagen, das völlig offline ist. Und in diesem Kontext auch die Herausforderung, Fact-Checking durchzuführen, at scale, oder? Wie man sagt, in dem Bereich, nämlich in einem Kontext, wo jede Minute Millionen von Inhalten publiziert werden, wie kann man alles überprüfen? Das geht eigentlich nicht. Die Medien und andere Akteure können sich mit bestimmten Inhalten befassen, welche besonders prominent thematisiert werden in der Öffentlichkeit, aber jede einzelne Nachricht, jedes einzelne Video auf TikTok fact zu checken, ist wahrscheinlich sehr schwierig bis unmöglich. Das heißt, Fact-Checking hat sicher Potenzial, aber ist auch nicht die Zauberlösung. Weiterer Punkt, dritter Punkt, die Frage der Regulierung. Was ist die Rolle des Staates? Was ist die Rolle der privaten Akteure? Sollten die Plattformen mehr tun? Sollte der Staat mehr mitreden? Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, beziehungsweise es besteht kein volles Konsens, wie groß die Rolle des Staates sein sollte in der Regulierung von Fake News oder von den Inhalten, welche die Plattformen publizieren. Gleichzeitig muss man auch sagen, wenn der Staat nichts macht, das bedeutet nicht, dass es keine Regulierung gibt. Das ist halt die Regulierung, welche die Plattformen selbst durchführen, mit Regeln, welche sie selbst bestimmen, welche nicht transparent sind und so weiter. Das heißt, eine Regulierung findet statt. Die Frage ist mehr, wer bestimmt, was publiziert werden darf und wer setzt das um. Und auch da ist es nicht einfach oder der mittlere Weg oder der richtige Weg zu finden zwischen, oder wo, was ist die angemessene Rolle des Staates in diesem Prozess. Und vierter Punkt, und dann übergebe ich noch das Wort an meine zwei Kollegen, politische Bildung, Digital Literacy, ist auch etwas, das oft thematisiert wird und welches, was wir auch intensiv angesprochen haben, mit einem kritischen Punkt, nämlich wie kann man Menschen erreichen, welche nicht mehr in der Schule sind. Weil in der Schule kann man sagen, okay, mehr Bildung, Digital Literacy, aber die Mehrheit der Menschen sind nicht mehr in der Schule und die Studien zeigen, dass es besonders ältere Menschen sind, die anfällig sind für Fake News und für Desinformation. Wie soll man sich das vorstellen? Bildung für Menschen, die gar nicht mehr in der Schule sind. Aber das ist sicher ein Ansatz, welcher sich lohnt zu vertiefen. Also das ist mein kurzes Fazit, aber ich möchte auch Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Peut-être insister sur un point qui a été évoqué, c'est celui d'un label, c'est-à-dire de la labellisation des médias qui puisse être en fait un label de qualité du média. Et naturellement, on a évoqué donc que, par exemple, le service public Suisse Info s'alliait à un système de label qui est justement d'un processus de travail journalistique pour confirmer les informations et éviter d'avoir un système de fake news. Donc ça, ça je trouvais intéressant dans le débat ce qu'on a fait. Et puis, il y a un élément qui est un peu ressorti aussi, c'est que notre service public, il est apprécié naturellement à l'étranger,
parce qu'il sert aussi de base pour les Suisses de l'étranger comme référence d'information de qualité. Et on nous a fait remarquer que selon les pays, c'est géobloqué et qu'ils souhaitent que du point de vue politique, on puisse trouver une solution pour éviter que l'on puisse pas voir les émissions qui viennent du service public suisse et qui finalement amènent une information qui soit une information de qualité. Voilà, je rajouterai simplement ce commentaire-là. Mais j'ai beaucoup aimé le débat que nous avons eu parce qu'effectivement, avec des horizons différents, il y avait quand même un certain nombre de réflexions et de préoccupations qui sont en fait partagées par tout le monde sur l'avenir de ces informations. Cette préoccupation, moi, comme politique, naturellement, elle me touche parce qu'il faut trouver une réponse, il faut trouver des réponses ou en tout cas essayer de concrétiser ce qui a été dit tout à l'heure sous forme de résumé très bien par le professeur Gilardi. Ja, ich kann eigentlich all dem nicht mehr viel hinzufügen, aber ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, der mir auch besonders wichtig ist, und das ist die ganze Frage der Medienvielfalt in einem Staat, in einer Region. Wir haben gesehen, dass der Service Public eine sehr wichtige Rolle einnimmt, aber es gibt ja dann, und das wissen Sie wahrscheinlich besser als wir hier in der Schweiz, es gibt ja dann auch Staaten, wo man dann nicht unbedingt dem Service Public oder den staatlichen Medien dann allzu fest vertrauen kann oder auch vertrauen möchte. Und dort ist es eben wichtig, dass eben Qualitätsjournalismus auch breit verfügbar ist und in einer Wettbewerbssituation auch verfügbar ist, sodass eigentlich dieses Fact-Checking und das gegenseitige Kontrollieren und die gegenseitige Qualitätssicherung aufrecht erhalten werden kann und so dann den Möglichkeiten oder den schneller, immer schneller werdenden Verbreitungsmöglichkeiten von Fake News dann Einhalt gebieten. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt auch zum Schluss. Man sollte auch ein wenig optimistisch sein. Ich denke, gerade die Jugend hat gelernt oder hat vielleicht fast besser als wir gelernt, mit den sozialen Medien und den Möglichkeiten und dann auch Gefahren umzugehen und ist deshalb auch ein wenig kritischer. Und ich glaube, hier ist natürlich auch das Potenzial vorhanden, dass in der Zukunft eigentlich Fake News Fake News auch mit mehr Bildung, mit mehr Wissen über die digitalen Medien auch begegnet werden kann, weil Fake News hat es eigentlich schon immer gegeben, das hat es schon vor 100 Jahren gegeben, aber einfach in einer anderen Form. Wir kennen es heute und irgendwann werden wir auch Lösungen finden, um dem Einhalt zu gebieten. Perfekte Zusammenfassung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich nehme für mich mit, dass auch die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ein Recht auf Qualitätsjournalismus und auf den Service Public haben. Also das mit dem Geoblocking, das haben wir alle nicht gewusst vor heute. Also danke, dass Sie in diesen Diskurs getreten sind und das auch mitgeteilt haben. Herzlichen Dank ans Team von Fake News zum Workshop Nummer 3. Dankeschön. Wir kommen zum Schluss zum vierten Workshop, Workshop 4. Und da ging es darum, das Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige noch differenzierter zu diskutieren. Herzlich willkommen zurück auf der Bühne, Jacqueline Ziffer und Luis Alberto Agustin Krämer. Bitte schön. Da ist Ihr Mike. El Mikrofono. Grazie. Was ist bei euch? Qu'est-ce qui a été discuté avec vous dans votre workshop? Quelles étaient les questions clés qui ont été discutées dans le débat avec tout le monde qui était là dans votre session? Parfait, merci. Luis va commencer. Nel nostro workshop abbiamo discusso la questione del voto e dei diritti elettorali per i sedicenni. Abbiamo chiesto loro qual è l'importanza della partecipazione politica dei giovani. Abbiamo ospitato giovani dello Swiss Challenge Camp e del Club della Gioventù Svizzera Italiana. Abbiamo discusso su come si presenta una democrazia di successo e su cosa è essenziale per una democrazia sana. I giovani hanno concordato sul fatto che una buona democrazia permette a tutti di avere voce in capitolo e che è equa.
alla domanda sul perché i giovani dovrebbero votare, hanno suggerito che poiché le politiche riguardano tutti e i più giovani sono spesso i più colpiti, è importante che la loro voce sia ascoltata. Abbiamo anche discusso del privilegio di votare rispetto al diritto di voto. Abbiamo iniziato il workshop con un rapido esempio di democrazia, l'alzata di mano. L'aula era indecisa. Inizialmente il 50% pensava che l'età di voto dovesse essere abbassata, mentre il 50% pensava che dovesse rimanere a 18 anni. I vantaggi erano chiari. La democrazia sarebbe stata più completa e avrebbe rispecchiato una popolazione più diversificata. Inoltre, incorporando le opinioni delle giovani generazioni, si incoraggerà i giovani a considerare gli interessi a lungo termine di una popolazione. Inoltre, poiché di solito si termina la scuola dell'obbligo a 16 anni, in Svizzera è un anno importante. Le groupe de gens n'a pas hésité à dire le risque d'abaissement de l'âge du droit de vote. Par exemple, ils ont exprimé le concern quant meme voting, c'est-à-dire de faire le voter comme une blague et de ne pas prendre sérieuse. Ils craignent également de ne faire que le reproduire les habits de vote de leurs parents. La question à les gens et les question de la fake news était également très importante pour les gens. Ils veulent s'assurer que les questions de les informations sont sur les faits et pas les misinformations. Et pour les gens qui utilisent les médias sociaux, c'est vraiment important que les gens aient l'habilité de voir les différents trucs sur l'Internet et d'être trouver le fait. Ils ont exprimé leurs appréciations pour les matériaux de vote dans les électorales, les matériaux du gouvernement avec les faits. Ils ont aussi exprimé l'importance des organisations comme EasyVote qui expriment la langue politique moins complexe et d'avoir sa opportunité de comprendre qu'est-ce qu'on fait le vote donne. Aussi, nous avons également étudié le succès de l'abaissement d'âge en Autriche. En fin de compte, la majorité du groupe a voté pour abaisser l'âge de droit de vote à 16 ans. Ils ont convenu de la nécessité pour suivre l'éducation politique et civique dans les écoles et les consulats. Il ne peut pas s'agir d'un seul référendum et d'une seule question sur l'abaissement d'âge à l'âge de vote à 16 ans. Pour accroître la participation politique des gens et plus largement, il est essentiel de construire une culture de vote éclair et d'utiliser des ressources comme EasyVote pour informer les gens sur qui ils votent. Enfin, nous avons également discuté l'importance de vote électronique pour faciliter le processus de vote et de réduire les difficultés bureaucratiques. En développant l'éducation suisse et l'abaissement d'âge de vote, la Suisse peut développer sa culture de vote. Mais il faut qu'on équipe et donne les informations à les gens pour participer dans une mode avec de succès. Il faut faire des collaborations avec les écoles et être sûr que toutes les gens à 6 ans, même à 35 ans, peuvent naviguer l'Internet et voir les informations relevantes pour les élections et les questions de référendum. Merci. Herzlichen Dank. Ich nehme von Ihnen beiden auch sehr, sehr gerne mit, was wir in anderen Workshops auch gehört haben. Wir brauchen in der Welt draußen als Auslandschweizerin, als Auslandschweizer Informationen. Wir müssen wissen, wo wir mit E-Voting stehen, wo konkret, wie genau. Und Sie möchten wissen auch, was Sie wie bewegen können. Also diese Informationen müssen nach draußen gehen und die Informationen müssen zugänglich gemacht werden, nicht nur
vom physischen Zugang her, ohne Geoblocking und so weiter. Diese Informationen, die müssen auch verstanden werden können und so erklärt werden, dass sie auch wirklich verstanden werden. Ich nehme von Ihnen ebenfalls mit, nicht nur kurzfristig denken, sondern auch die Jugend denkt mittel- und langfristig in der Politik. Auch die Auslandschweizer Jugend, sehr, sehr schweizerisch übrigens, dass wir nicht nur kurzfristig denken, wir haben es mit den 6 Wochen Ferien gehört, sondern mittelfristig und langfristig. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Diskurs und einen großen Applaus. Dankeschön. Applaus